Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Oktober für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch im Oktober sind wieder einige Bücher bei mir eingezogen, aber bevor wir mit dem Buchthema anfangen, ich weiß, dass es einige von euch da draußen interessiert hat, wie es mit Milo aussieht. Wir waren gerade eben beim Tierarzt, also wenn ihr dieses Video seht, ist eine Woche schon vergangen, weil ich aber im Voraus drehe eine Woche. Und ja, wir sind gerade beim Tierarzt gewesen und es sieht sehr, sehr gut aus mit seinem Bein. Also es heilt alles super ab, die Narbe sieht sehr, sehr gut aus und er läuft auch schon wieder sehr, sehr gut auf dem Bein. Und die beste Nachricht überhaupt, dass wir das andere Bein jetzt erstmal nicht mehr operieren müssen. Denn anscheinend hat Milo seinen Körper das geschafft, es alleine zu regulieren. Und zwar meinte der Tierarzt, dass es in manchen Fällen so ist, dass der Körper eine Bindegewebsflüssigkeit bildet, die dann im Knie ansammelt, quasi zur Stabilität des Kniegelenks. Und anscheinend ist das bei Milo passiert. Das Bein knackt nicht mehr, er läuft ganz normal, es ist auch wieder Gegendruck in dem Bein. Und ja, er hat gesagt, damit würde er die OP einfach erstmal vom Tisch streichen, weil es ist... Es scheint ihm auch einfach keine Probleme zu machen. Er hat keine Schmerzen und nichts. Und er hat gesagt, er würde ungern operieren, wenn Milo das von alleine schafft zu regulieren. Deswegen ist die OP vom rechten Bein jetzt erstmal vom Tisch. Gott sei Dank, es war heute die beste Nachricht des Tages. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, dass das linke Bein ordentlich abheilt. Und dann ist alles wieder im grünen Bereich und alles ist super. Und oh, ich bin so happy darüber, das glaubt ihr gar nicht. Vor allem, dass diese zweite OP jetzt nicht stattfinden muss. Und ja, das wollte ich euch an dieser Stelle nur einfach erzählt haben. Weil wie gesagt, es gab viele, die mich ja immer mal wieder nach Milo gefragt haben. Und wie es ihm geht und was mit dem Bein ist. Deswegen jedenfalls an dieser Stelle. Also es ist alles gut. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Und ja, ich bin sehr, sehr beruhigt gerade im Moment. Ich hoffe nicht, dass zum Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, das Ganze schon wieder anders aussieht. Aber wir gehen jetzt einfach mal vom Besten aus und hoffen, dass es weiterhin alles sehr gut heilt. So, soviel zu dem Thema. Kommen wir jetzt mal zu meinen Neuzugängen. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Neuzugängen an, die ich nicht zu Hause habe, die ich gerade verborgt habe und die ich als E-Books habe. Sonst vergesse ich die nämlich wieder. Denn das waren bei mir im Oktober einige. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich gerade verborgt und ist deswegen nicht bei mir. Ich habe es auch schon gelesen. Und zwar Hot von Lauren Blakely. Das ist der dritte Teil der Big Rock-Reihe. Und ja, ich hatte es in meinem Video schon gesagt, für mich ist es der definitiv schwächste Teil der Reihe. Es war eine süße Geschichte, konnte mich jetzt aber nicht so tausendprozentig überzeugen wie der zweite Teil. Den fand ich einfach um einiges besser. Und ja, Hot von Lauren Blakely ist bei mir eingezogen. Ich möchte diese Reihe natürlich trotzdem weiterlesen. Ich möchte wissen, was mit den anderen Charakteren hier noch passiert und freue mich dann definitiv schon auf den vierten Teil, der dann nächstes Jahr im Februar, glaube ich, erscheint. Dann habe ich noch ein Buch aus dem September, was ich letzten Monat einfach mal komplett vergessen habe, weil E-Books einfach mal meine Stiefkinder sind. Und zwar ist im September noch bei mir eingezogen Das Blutparadies von Klaus Hammering. Und jeder, der Laura kennt, also Laura Newman, also aka Laura Laura, der weiß, was es mit Klaus Hammering auf sich hat. Das ist nämlich ein weiteres Pseudonym von Laura und sie hat unter diesem Pseudonym Das Blutparadies veröffentlicht, einen Thriller. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch gekauft habe, nicht hundertprozentig sicher, dass es Laura ist. Ich war so zu 98% sicher, dass es das Buch von Laura ist, weil zu dem Zeitpunkt hatte sie es noch nicht öffentlich gemacht, dass sie wirklich Klaus Hammering ist. Und ja, ich habe das Buch auch angefangen zu lesen, habe es jetzt aufgrund der ganzen Rezensionsexemplare auch erstmal wieder beiseite schieben müssen. Aber den Anfang, den ich bisher gelesen habe, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Blutparadies geht es um eine traumhaft schöne Ferieninsel und ich lese euch mal vor, was im Klappentext steht. Sie muss runter von der Insel, weg von dem Hotel, weg von dem Zimmer mit all dem Blut. Eine traumhaft schöne Insel mitten in der Karibik. Für die Gäste des neu eröffneten Luxushotels sollen es die schönsten Tage des Jahres werden. Doch schnell wird aus der Idylle ein kollektiver Albtraum. Es scheint, als wären die Urlauber nicht allein auf der Insel. Und ja, ich finde, es klingt sehr, sehr spannend. Mehr gibt das Buch auch vom Klappentext her nicht her und das finde ich auch gut, weil dadurch einfach nicht so viel verraten wird. Und ja, Das Blutparadies, wie gesagt, ist schon im September bei mir eingezogen, habe ich aber in den Neuerscheinungen dezent vergessen. Tata! Machen wir weiter mit den nächsten E-Books und zwar habe ich noch 6 E-Books vom Digitales Verlag bekommen, also von Arena. Ich habe ja auf der Buchmesse ein Interview mit ein paar Autoren geführt und habe da so eine Lesung so ein bisschen mit moderiert und als Dankeschön durfte ich mir bei Digitales ein paar Bücher aussuchen und ich habe mir 6 E-Books ausgesucht und ich durfte mir auch noch bei Arena richtige Bücher aussuchen.
Nur leider ist mein Buchpaket verschwunden irgendwie im Moment. Also keiner weiß, wo das Paket hin ist. Und dem Ganzen muss jetzt erstmal nachgeforscht werden. Deswegen kann ich euch die richtigen Bücher noch nicht zeigen. Auf jeden Fall durfte ich mir E-Books aussuchen bei Digitales. Und das habe ich gemacht. 6 Stück. Und ich habe alle 6 E-Books bekommen vom Verlag. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Und diese 6 Bücher möchte ich euch natürlich auch vorstellen. Und zwar habe ich mir zum einen ausgesucht Calypso. Das ist eine 4-teilige Jugendbuchreihe. Und ich lese euch mal vor, worum es im ersten Teil geht. Ich möchte ja nicht jetzt zu viel verraten. Nachdem das Ökosystem auf weiten Teilen der Erdoberfläche kollabierte, suchen die Menschen unter Wasser Zuflucht. Noemi lebt mit ihrer Familie in einer der größten Submarinstädte, Calypso, benannt nach der Meeresgöttin und Herrscherin über das sagenumwogene Volk der Undinen. Seit sie denken kann, fühlt Noemi sich von der geheimnisvollen Tiefsee angezogen und versucht, die Mythen des Meeres zu ergründen. Als sich dabei jedoch immer wieder tragische Unfälle ereignen, die schließlich sogar die Existenz der Stadt bedrohen, zieht Noemi die einzig mögliche Konsequenz und ergreift die Flucht. Auf sich allein gestellt begibt sie sich auf eine gefährliche Reise, die sie nicht nur ihrer wahren Herkunft, sondern auch ihrer großen Liebe näher bringt. Und ja, das ist die überarbeitete Neuausgabe von Dark Blue, das Leuchten der Tiefe. Das ist bei Oettinger 34 erschienen 2016, falls euch das was sagt. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich finde, es klingt einfach richtig, richtig cool. Und ja, ich freue mich schon drauf, diese Geschichte dann irgendwann einmal zu lesen. Irgendwann, far, far away, wenn ich mal Zeit habe, meinen Sub abzubauen. Aber das ist Projekt für nächstes Jahr, dazu dann aber später mehr. Das zweite Buch, was ich mir ausgesucht habe, ist Fallen Sworn, der Mörder in dir. Und auch hier, finde ich, klang die Geschichte einfach richtig cool. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Das Leben der 16-jährigen in Kalifornien lebenden Melanie Hyrove wird komplett auf den Kopf gestellt, als sie sich eines Tages mit einem blutigen Messer in der Hand vor der Leiche ihres Nachbarn Richards wiederfindet. Sam, der Sohn des Opfers, betritt in diesem Augenblick das Haus und Melanie flieht panisch. Bei ihrer besten Freundin Verena findet sie Unterschlupf. Doch die Polizei und Sam sind ihnen dicht auf den Fersen. Melanie selbst hat keine Erinnerung an die Tat, ist sich aber sicher, dass sie in diesem furchtbaren Moment ihren Körper nicht selbst gesteuert hat. Doch wie soll sie beweisen, was sie selbst nicht versteht? Schnell merkt sie, dass Richards Mörder nun sie verfolgt. Sie wird in eine Intrige ungeahnten Ausmaßes verwickelt, die bis in die höchsten politischen Instanzen des Landes reicht. Und sowohl ihr Leben wie auch ihre neu gewonnene Liebe bedroht. Und ich finde, das Buch klingt eigentlich echt ganz cool. Ich bin schon sehr gespannt drauf und ja, werde euch dann natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe, irgendwann, wie es mir gefallen hat. Und jetzt kommt gerade die Sonne mal wieder raus und ich werde hier schon wieder extrem hell, aber es ist Herbst und wir müssen einfach mit diesen Lichtschwankungen leben. Dann habe ich mir noch eine Buchreihe ausgesucht, die es jetzt bei Digitales im Bundle gibt, nämlich alle 3 Teile in einem Buch. Und ja, und zwar ist das die Dragon Child Reihe und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in dieser Geschichte geht. Entfache das Feuer in dir. Sophie hat mit Übergewicht zu kämpfen, wird in der Schule gemobbt und kann sich nicht einmal gegen ihren kleinen Bruder durchsetzen. Am liebsten zieht sie sich mit einem guten Buch von der Welt zurück und hofft im besten Fall einfach übersehen zu werden. Doch all das ändert sich schlagartig, als sich ihre unterdrückte Wut eines Tages in einem markerschütternden Schrei entlädt, Feuer und Verwüstung um sich greifen und Sophie in bizarre Träume abgleitet. Hoch in der Luft schwebend über dem Haus ihrer Eltern oder auf der Flucht vor schaurigen Vogelwesen. Selbst dem coolsten Mädchen der Klasse, Melissa, fallen die Veränderungen auf und sie beginnt, Sophie auszuspionieren. Weder Melissa noch Sophie ahnen jedoch, wie groß und lebensbedrohlich das Geheimnis, auf dem sie auf der Spur sind, tatsächlich ist. Und ich finde, das klingt auch nach einer sehr, sehr coolen Geschichte und ich glaube, man kann schon vom Klappentext her erahnen, was mit Sophie da nicht stimmt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und ja, werde euch dann natürlich auch berichten, wenn ich sie irgendwann mal gelesen habe, wie sie mir gefallen hat, aber das kann ja alles noch dauern, weil, naja, ihr wisst, ich und Sub abbauen, das ist wieder so eine ganz eigene Geschichte. Ein weiteres Buch, was ich mir aussuchen durfte bei Digitales, ist Rhythm of Heartbreak und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in dieser Geschichte geht. Wer bist du, wenn jeder deine Songs kennt, aber niemand weiß, wer hinter der Maske steckt? Alexander ist ein gefeierter Star und wird mit etwas Glück in wenigen Wochen mindestens ein Echo abräumen. Bekannt unter dem Künstlernamen Quiemment ist er Deutschlands erfolgreichster Rapper. Regelmäßig bricht er alle Rekorde und das, obwohl niemand weiß, wer sich hinter der Pestmaske verbirgt, die er bei all seinen Auftritten trägt. Nicht einmal die vielen unverbindlichen Affären, die ständig in seinen Bett landen, kennen sein Gesicht. Aber als ein heftiger Skandal sein Image ins Wanken bringt, ist die Jagd auf seine Identität eröffnet. Ihm bleibt keine Wahl, als abzutauchen. Reporter, Fans und das ganze Land sucht den Mann hinter der Maske. Denn ein kleines Eifeldörfchen flüchtet, wo die goldene Aussicht zu einem Versteck wird. Doch der Versuch, sich völlig abzuschotten, scheitert, als er auf die Tochter des Pensionsbesitzers trifft. Es passiert, was er nie für möglich gehalten hätte.
Der sonst so unnahbare Rapper hat nur noch Augen für eine, Maxim. Aber Maxim hat keine Ahnung, wer er wirklich ist. Wie auch, wenn er es selbst nicht weiß. Während Maxims Vertrauen in ihn zunehmend auf die Probe gestellt wird, muss Alexander sich entscheiden. Will er weitermachen wie bisher oder für sein wahres Ich und seine Liebe kämpfen? Und ich finde, das klingt nach einer richtig, richtig süßen Rockstar-Geschichte und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und werde euch dann natürlich berichten, wenn ich sie gelesen habe, wie sie mir gefallen hat, wie bei den anderen Büchern auch. Ich kann nur sagen, dass diese Geschichte auf Amazon sehr, sehr gute Rezensionen auf jeden Fall bekommen hat. Und die letzten beiden Bücher, die ich mir noch ausgesucht habe, ist Love and Beyond Teil 1 und Teil 2 und der erste Teil heißt Über den Tod hinaus und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in dieser Geschichte geht. Eine verzweifelte Suche, ein dunkles Geheimnis und die ganz große Liebe. Als ihre beste Freundin Kirsten vermisst gemeldet und kurze Zeit später für tot erklärt wird, bricht für Abby eine Welt zusammen. Alles deutet darauf hin, dass Kirsten von der Brücke in den Crane River gestürzt und ertrunken ist. Doch Abby ist nicht bereit, sie einfach so aufzugeben. Solange ihre Leiche nicht gefunden wurde. Sie muss herausfinden, was in der Nacht geschehen ist, erfährt aber weder in der Schule noch von Kirstens Eltern Unterstützung. Doch dann ist da plötzlich dieser unbekannte Junge, Caspian. Mit den strahlend grünen Augen, der auf Kirstens Beerdigung auftaucht und behauptet, nur wegen Abby dort zu sein. Er bietet ihr an, herauszufinden, was mit Kirsten geschehen ist. In ihrer Verzweiflung geht sie auf das Angebot ein, fasst langsam Vertrauen zu dem mysteriösen Fremden. Die beiden kommen sich während der gemeinsamen Suche näher, bis Abby in Kirstens Tagebuch ein dunkles Geheimnis und erfahren muss, dass auch Caspian nicht der Art ist, die er zuvor gibt zu sein. Dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn. Wartet. Bis Abby in Kirstens Tagebuch ein dunkles Geheimnis und erfahren muss, dass auch Caspian nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Dieser Satz macht immer noch keinen Sinn. Wem kann Abby jetzt noch trauen? Okay, mal abgesehen davon, dass dieser eine Satz absolut für mich keinen Sinn ergibt, weil da einfach, glaube ich, ein paar Wörter fehlen. Also ich finde, die Geschichte klingt eigentlich auch recht interessant, bis auf, dass dieser eine Satz gerade absolut keinen Sinn ergibt. Ich habe das beim ersten Mal, glaube ich, überlesen. Aber ich finde, das klingt eigentlich auch ganz cool und ich bin gespannt, was da dahinter steckt. Und wir lassen jetzt diesen einen Satz, der gerade keinen Sinn ergibt, einfach mal außen vor. Und ja, Love and Beyond, über den Tod hinaus. Ich bin gespannt, was so alles da dahinter steckt. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Dann habe ich noch den zweiten Teil von Love and Beyond bekommen und hier kann ich euch zum Inhalt ja nichts verraten, weil der zweite Teil und ich würde euch sonst wieder fett spoilern und das möchte ich nicht und ja, das war es dann auch schon zu den E-Books und zu den Büchern, die ich jetzt nicht gerade da habe. Machen wir weiter mit den richtigen Büchern. Ich zeige euch jetzt erstmal wieder die Bücher, die ihr schon kennt und schon gesehen habt irgendwo in den Videos, wo ich auch nichts weiter dazu sagen muss. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Pure Desire, Nur Du von Mia Williams. Und wer mein Video gesehen hat, weiß, was ich von diesem Buch halte. Es hat mir leider nicht so gefallen. Ich fand einfach, dass die Erotik in diesem Buch einfach zu viel war. Ich fand dieses ganze Drum und Dran nicht cool. Ich fand diese eine Schwester einfach nur nervig. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte. Ich fand es sehr, sehr schade. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, weil es klang halt wirklich so Richtung Green Mountain Serie und auch Redwood Love. Aber da kommt dieses Buch leider bei weitem nicht dran. Und ich werde diese Reihe auch definitiv nicht weiterlesen. Und ja, schade, ist leider nicht mein Fall gewesen. Dann im Oktober noch bei mir eingezogen ist dieses Schätzchen hier, Die Vereinten von Caroline Brinkmann. Das ist der zweite Teil zu Die Perfekten. Es ist auch der letzte Teil dieser Dilogie. Und ich muss sagen, dass mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Das Ende ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann mit diesem Ende nicht hundertprozentig etwas anfangen. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Ende, aber ich habe hier so ein, zwei Fragen noch zu dem Ende, die für mich nicht geklärt sind und das fand ich so ein bisschen schade. Aber ansonsten hat mir die Geschichte auch wieder sehr, sehr gut gefallen und mehr zu diesem Buch auch in dem Video, was die Woche online gegangen ist. Wenn euch das interessiert, schaut da einfach rein. Dann noch eingezogen bei mir im Oktober ist der dritte Teil von Redwood Love und ihr wisst, ich liebe diese Reihe, ich liebe diese Serie, ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Brüder. Es ist eine so, so tolle Reihe. Aber ich muss halt sagen, dass der dritte Teil der für mich schwächste Teil gewesen ist. Und ja, wenn ihr auch hier mehr erfahren wollt, schaut in dem Video vorbei. Dann auch noch bei mir eingezogen ist Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young. Und wer mein Video gesehen hat, weiß, dass ich dieses Buch richtig, richtig gut fand. Dass mir dieses Buch mega gut gefallen hat und es ist ein Einzelband, Leute. Wenn ihr Bock auf Jugendteil-Fantasy habt, mit so Richtung Wikinger und Vikings und so und ihr wollt ein Einzelband lesen, dann lest dieses Buch. Es war richtig, richtig toll. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es von Anfang bis Ende und kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Und ja, wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei, sonst wird das hier wieder ein Lesemonat und das wollen wir nicht. Und das letzte Buch, was ihr schon kennt und diesen Monat bei mir eingezogen ist,
ist die Sprache der Dornen von Leyla Dugo, die Märchensammlung quasi aus der Welt der Grisha. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass dieses Buch absolut nichts mit Grisha oder dem Lied der Krähen zu tun hat. Das sind 6 unabhängige Geschichten, die absolut mit den anderen beiden Geschichten nichts zu tun haben. Das hier sind wirklich Märchen. Es sind Märchen und Legenden, die aus der Welt der Grisha stammen und die aber mit den Geschichten nichts zu tun haben. Ich kann nur sagen, dass mir hier einige Geschichten sehr gut gefallen haben, dass es auch 1, 2 Geschichten gab, die ich nicht so toll fand, einfach weil ich sie so ein bisschen verwirrend auch mitfand und dass die für mich jetzt nicht wirklich Sinn ergeben haben. Aber im Großen und Ganzen ist es eine süße Märchensammlung und wer Leyla Dugo mag und die Welt der Grisha, sollte sich die Sprache der Dornen auf jeden Fall mal mit angucken. Ich fand es richtig cool und ich mag die Illustrationen, die hier in diesem Buch drin sind und es ist auch wieder eine Karte der Grisha-Welt mit drinne und ich liebe Karten in Büchern. Also hatte dieses Buch definitiv schon 1000 Pluspunkte für die Illustration und die Karte. Also wenn ihr Märchen mögt oder Leyla Dugo-Fans seid, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich fand es sehr, sehr cool. Aber es ist definitiv etwas anderes. Also man darf da jetzt nicht davon ausgehen, dass das wie halt eine Jugendbuchgeschichte ist. Es sind halt Märchen und das muss man sich halt definitiv in den Kopf rufen und dessen muss man sich bewusst sein beim Lesen. Sonst ist man sehr, sehr schnell auch verwirrt. So, 3 Bücher habe ich noch, die im Oktober bei mir eingezogen sind. Und zwar ist das zum einen Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl. Und Die Krone der Dunkelheit habe ich signiert. Ich habe es mir auf der Buchmesse ja signieren lassen und ich freue mich da so. Dieses Buch möchte ich jetzt diese Woche auf jeden Fall endlich mitlesen. Nur ich habe so viel High Fantasy gelesen in den letzten Wochen, dass ich jetzt erstmal kurz eine High Fantasy Pause brauchte. Und deswegen werde ich jetzt diese Woche mit dem Buch anfangen und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich freue mich schon sehr auf Die Krone der Dunkelheit und ja, bin gespannt, wie dieses Buch ist. Ich glaube, zum Inhalt brauche ich nicht nochmal was sagen. Wenn ihr da was wissen wollt, schaut in den Neuerscheinungsvideo einfach vorbei, da lese ich den Inhalt auch vor. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf Die Krone der Dunkelheit. Ich habe bisher auch wirklich nur Gutes gehört über dieses Buch und ja, meine Ansprüche sind dementsprechend auch ein bisschen hoch, aber ich versuche sie ja immer runterzuschrauben, dass ich da nicht enttäuscht werde, falls es halt nicht ganz so mega ist wie dieser Hype. Und ja, schauen wir mal. Ich werde euch auf jeden Fall hier berichten dann ganz bald, wie dieses Buch ist. Das nächste Buch möchte ich auch auf jeden Fall jetzt in der kommenden Woche mitlesen und zwar Talon Drachenschicksal. Das ist der 5. und letzte Teil der Talon-Reihe oder Talon-Reihe oder whatever. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Buch ausgeht, was mit Amber passiert, was mit Garrett passiert und mit Riley und mit wie hieß ihr Bruder, verdammt, Dante, ihr Bruder hieß Dante, meine Güte, jetzt habe ich den Namen vergessen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird und was hier am Ende passiert. Und ja, werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Und das letzte Buch, was im Oktober noch bei mir eingezogen ist, ist der 2. Teil von Iskari, die gefangene Königin. Und ich muss sagen, das Cover auch wieder richtig gut gefällt, wie auch vom ersten Teil. Das Buch ist noch eingeschweißt, also wundert euch nicht. Ich war etwas irritiert, als ich hier hinten den Rückband nochmal gelesen habe. Ich glaube, ich hatte den vorher noch gar nicht gelesen. Ich habe einfach nur gesehen, ah, der 2. Teil von Iskari, cool, musst du haben. Und ich bin etwas irritiert gewesen, als ich hier hinten den Rückband gelesen habe, weil es anscheinend keine direkte Fortsetzung des ersten Teils ist, sondern eine andere Geschichte. Denn hier steht, 2 Schwestern, die über den Tod hinaus verbunden sind. Ein junger König unter Feinden. Eine unmögliche Liebe. Um ihr Volk zu retten, gibt die stolze Ra ihre Freiheit auf und heiratet den jungen Drachenkönig Dex. Obwohl sie einem anderen versprochen war. Und obwohl sie Dex für den Unfall ihrer Zwillingsschwester Essie verantwortlich macht. Nur als Königin kann sie ihrem Volk Frieden bringen. Doch dann entwickelt sie tatsächlich Gefühle für Dex. Bis sie von den Feinden des Drachenthrons ein unglaubliches Angebot erhält. Das Leben ihrer Schwester für den Tod des Königs. Wie wird Roar sich entscheiden? Und ja, das hat irgendwie mit dem ersten Teil so gar nichts zu tun und ich war etwas irritiert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vielleicht spielt das ja nach dem ersten Teil oder vor dem ersten Teil. Ich habe gerade absolut überhaupt keine Ahnung und ja, freue mich aber trotzdem schon sehr auf die Geschichte, denn der erste Teil von Iskari hat mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen und hat mich mega überrascht. Ganz einfach, weil diese ganze Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde, immer etwas ganz, ganz anderes war und auch so ein bisschen was Märchenhaftes auch hatte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die gefangene Königin und werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat.
gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Und ja, ich muss sagen, ich lese ja gerade ein Buch, was aber im November schon bei mir eingezogen ist. Deswegen kann ich es nicht mehr mit in die Neuzugänge nehmen. Aber ich lese gerade Diamonds for Love 5 und es ist wieder so gut. Das wollte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe, Leute. Lest die Diamonds for Love Reihe, auch wenn die Cover ultra hässlich sind. Diese Bücher sind einfach so mega schön und ja, mehr gibt es jetzt zu meinen Neuzugängen auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.